Wups, da hat er doch glatt den Tuchpultspiegel eingesaugt. Natürlich kann es T-Ring aus dem Pornofilm hier rausgeriechen. Bloody Mary. Oh, stimmt, wir sind nicht bei Pornofilmen, sondern bei Luigi's Mansion. Und damit herzlich willkommen auch zurück bei Luigi's Mansion. So, die goldene Maus haben wir immer noch nicht irgendwie mehr bekommen. Frag mich allerdings nicht wieso. Entweder kommt die Maus nur durch Glück irgendwie hier. Und ich habe immer noch nicht die Einstellung geändert, tut mir leid. Aber beim nächsten Part denke ich dran. Immer noch keine Maus. Ein normaler, ja, aber keine Folgen. So, bei ihm hier habe ich verdammt lang gebraucht, zum herausfinden, wie man den Boss hier bekommt. Einfach nur den Fackel anzünden. Ist eigentlich nicht so schwierig, aber wo ich vor langer, langer Zeit mal gespielt habe, das war glaube ich. Wow! Oh. 8 Jahre? Nee, nicht 8 Jahre schon mal. Muss ich wieder warten, ne? Ach komm. Ich muss wieder überlegen. Ja, ein bisschen schneller. So, man muss schnell sein. Wenn die Mäuse am besten in der Ecke und wie immer nicht loslassen. Sehr schön, geil. Oh, Giftpilz, verpiss dich. Oh, wie geil. Geil, geil, geil. Also. So, schon haben wir auch diesen Geist. Ja, da ist er. Sehr schön. Und der nächste Punkt. So. Nach Luigi's Mansion. Wäre schon einige Spiele. Wirklich ohne Schmarrn einige. Unendlich weiße Spiele geplant. Ich habe schon. Ohne Scheiß. Muss schnell noch mal rein. Nee, also das bleibt offen. Aber die Lampe. Ohne Scheiß. Für ein ganzes Jahr. Wirklich meine Let's Plays sind. Voll, also gefüllt voller Planung und Spiele. Das mache ich auch. Zwar werde ich nicht alle schaffen in einem Jahr, aber für die nächsten Jahre, wer wirklich dabei sein will, abonniert mich und sieht auch einiges. Vielleicht ist auch was dabei, was ihr sehen möchtet. Es kommt auf alle Fälle. Das Spiel wächst, das gibt es auch für PlayStation 2, aber ich mache es für GameCube. Für GameCube. Und es kommt noch Zelda for Swords Adventure, auch für GameCube. Twilight Princess, auch für GameCube. So, Jolikus muss jetzt kurz unterbrechen. Hier. Sehr schön, der Raum. Oh ne, nicht schon wieder scheiß Gefühls. Ach man, oh. Zieh dich. So, aber hier. Ne? Nichts. Sobald wir dieses Instrument anstupsen, hört mal genau hin.
Na? Na? Melodie? Jeder Mario-Fan muss wissen, was es gleich ist. Jetzt hört, ne? Zwar Super Mario Bros. So, jetzt hört man's. Das hier ist mein absoluter Lieblingsraum. Sieht schon ziemlich alt aus, aber bestimmt kann man prima Krach damit machen. Ja, das kann man. Und es gibt gleich eine mega Frage. Man muss wirklich alles wissen. Ich heiße Melodie, man nennt mich die geistesreiche Schönheit. Der Elefantenbeintaste. Welche eine führende Darbietung seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr der Rat verzaubert. Scheint mir sehr musikalisch zu sein. Magst du mir meine Klaviersonate anhören? Ja, und ich fange an. Oh. Das muss man raten. Ich weiß es. Übelst ist eine Stimme. Stammt aus einem berühmten Spiel. Kennst du diesen Klassiker? Super Mario Bros. 3. Ganz genau, du hast recht. Ich wusste es einfach. Kenn alle Teile. Sehr beeindruckend. Wie ich sehe, bist du musikalisch. Annähernd so bewandert wie ich es bin. Möchtest du dich nicht vielleicht ein wenig mit meinen Liebchen Notenblätter auseinandersetzen? Nee, das machst du schon selber. Sollte ich schon wesentlich härter? Sehr hart sogar. Setzt euch dran. Und passt auf den Gipfel auf. Jo. Da bricht ihr den Daumen weg. Aber wir haben es hinbekommen. Und da ist es nicht so schlimm. Und hier ist schon der nächste Punkt. Jawoll. Und auch hier, mein Kerl. Ah, ruhig reden. Ich rede mir zu schnell. Langsam. So. Und schon haben wir auch den nächsten Punkt. Sehr schön. So. Und schon können wir bald den können wir noch mal an. Mario! Oh, wie geil! Ich habe jetzt richtig Bock hier drauf. Maus hinein. Maus. Wo ist die Maus? Einmal mach es so. Ansonsten haben wir für diese Maus schon mal eine Arschkarte. Nö, kommt nicht. Das heißt, scheiß drauf. Wirklich, wirklich scheiß drauf. So. Erstmal hier nochmal. Nö, okay. Okay. Wir sind, wie gesagt, bald über Pause. Auch hier gibt es einen blauen Geist. Aber erstmal saugt den Tisch hier weg. Das noch nicht saugen. Der ist der schwerste. Wirklich der schwerste und der fetteste zum Einsaugen. Ich glaube links war es. Scheiße. Links, gell? Ja. Der linke Schrank ist der blaue Geist. Und alles schnell, schnell einsaugen. Dieses Mal habe ich es nicht verpasst. Sag's mal. Den Keflix Grünstein jetzt.
aber dennoch auch alles eingesaugt. Seine Kiste? Nein, gell? Doch, hä? Gibt es tatsächlich eine Kiste? Ach du Scheiße. Ich hab es doch nie gewusst. Ohne Scheiß. Seit wann gibt's eine Kiste? Hä? Leute, ernsthaft, habt ihr gewusst, dass unterm sieht man es nicht? Unterm diesem Stuhl eine Kiste liegt? Oh ja. Also jetzt bin ich drauf. Jetzt bin ich richtig drauf. Alter! Das wusste ich nicht mal. Yo! Ach du Scheiße. Muss ich mit die Flamme? Flamme einsaugen. Hallo, Flamme. Achso! Fuck, okay. Jetzt sitzt so ein Saug. Saugt er stich hier weg, weil die fühlen wieder nach. Scheiße! Die fühlen erstens wieder nach und zweitens kommen sie immer und immer wieder. Sehr schön. So, am besten Sidequits einstellen. Für die ich am besten und schön ausweichen. Einsaugen, hallo. Saug halt. Saugen, saugen. Jetzt sind wir. Ja. So. Einfach mal schön saugen. Den kann man fast nie, eigentlich wirklich nie, eine goldene Bilderrahmen bekommen. Das ist eigentlich fast unmöglich. Wie macht ihr das? Ab in die Kommentare. Aus der Cheese und nicht. Im Perfekt einsaugen geht nicht. Geht echt nicht. Ich hab schon 5000 und probiert, egal wie. Nichts. Von hinten, von vorne, gar nichts. So. Und er ist viel zu fit. Ne, geht nicht, sag ich doch. Das geht nicht. Weil er zu schnell ist und viel zu heftig. Au, Scheiße! Scheiße! Das sollte nicht passieren. Scheiß drauf. Und? Ah, beim zweiten Mal. Es könnte klappen, aber wie gesagt, echt unmöglich. Habt ihr schon mal geschafft? Ehrlich bitte, wenn ja, ab in die Kommentare. Und wenn ja, wie? Würde mich echt interessieren, ich habe ihn noch nie goldene Bilderrahmen gehabt, ohne Scheiß. Bei Spiel verkehrt vom, also bei schwierigen Modus und der nächste Wille, wenn man es einmal durchgespielt hat, bekommt man noch eine Wille, aber in schwierigen Modus. Und da habe ich schon mal geschaut, aber nur bei diesem Modus. Weil bei da ist es komplett anders, erkläre ich euch auch anders mal. Mach meine scheiß Stimme. Tut mir leid. Weil ich es jetzt schon sage, da kommt ihr wahrscheinlich durcheinander, das soll ja auch nicht passieren. Tja. Auf zum nächsten. Auch hier gibt es eine goldene Maus. So, diesen Trick. Eine goldene. Aha. Und
Mutti ist ein blauer Geist. Ist auch sehr, sehr viele davor. Oh, Entschuldigung, ich muss auf die Zeit schon irgendwo eigentlich den Part schon vorbei. Aber wie typisch ich natürlich verlängern wir diesen Part. Mario! Ja, wo bleibst du denn? Goldene Maus. Nö, wie gesagt, egal, ich will auch nicht so viel Zeit versauen. Beim Stromausfall können wir auch noch mal überprüfen. Mal kann man es ja noch mal versuchen. Und sonst wirklich scheiß drauf. So, erstmal den Tümpel. Eigentlich wäre hier, das wirklich schade ist, dass ich es rausgebaut habe, einen Boss geplant. Ein Boss, der Äpfel wirft. Der Äpfel. Und auch hier wieder eine Gegenstand mit Apfel, aber leider haben die Entwickler es rausgebaut. Warum auch immer. So, blauer Geist zu mir. Sehr schön. Hallo, das Geld verschwindet. Ja, das nächste Element kommt auch schon mal. Element. Und. Jawoll, es regt den Geld heute. Sehr schön. So. Wird nicht fahren, nix, ne? So, scheiß drauf, machen wir einfach weiter. Es gibt noch sehr viel zu bedenken. Junge, dafür braucht man den Feuerelement. Sonst ist man wirklich, wenn ich sagen darf, gefickt. Aber das ist schon übel. Dieser. Oh, scheiße. Wassergeist. Und es riecht. Eisgeist. Eis. Mann, einmal trifft, es zieht mich verdammt viel Schaden ab. Nummer, keine Ahnung. Und wir machen hier ein paar Minuten länger. So, ein neues Element, komm mal raus. Und zwar Wasser, sieht so aus. Sehr schön, ne? Hier Apfel. Wow. Wow. Ich bin richtig beleidigt. Das bin ich beleidigt. War kein Boss kommt. Ich drücke ein bisschen schneller. Tut mir leid. Aber ich sage, ihr braucht nur pro Druck auf Pause drücken und lesen. Nur wenn ihr wollt, weil ich habe kein Bock, alles zu lesen. Erstens, wie ich schon sehr offen damit habe, nicht zu langsam. Zweitens, wenn ich Fehler mache, wird sich das kacke an. Das soll auch nicht sein. So. Wasserelement, damit kann man Feuer löschen, Blumen gießen. Pro Blumen. Wir gehen jetzt sofort hoch. Komplett zurück. Ab nach oben. Gießen diese Blume. Oh, da müssen wir sehr weit hoch. Nein, ich schneide es nicht raus. Den Scheiß drauf auf dem Haus. So, einmal nach oben, da wird man sich loben. Und ich muss schon hier pullern, ey. Meine Blase platzt bald. Das hier. Aber Scheiß drauf, ich drücke es einfach. Ne, mache ich es nicht, sonst. Sonst pinklich noch in die Hose. Soll ich auch nicht sein. Oh, ein Goldbahn. Soll ja auch nicht passieren. Oh! Ich mach ein bisschen Partverlängerung. Oh, das verbraucht viel zu viel, Mann. Immer noch nicht umgestellt, tut mir leid, aber mach ich es doch bald.
Puls bleibt sich eigentlich gleich, ne? Egal, da muss man durch. Voll ist jetzt sehr schön, sehr schön. Mario! Gibt's hier was? Hier was? Dann kannst du mich am Arsch lecken. Manu. Hier haben wir, ne? Ja, ja. Trotzdem alles fünfmal durchschauen. Weil es kann passieren, dass auch mehr wie zweimal kommt an die Stelle. Ist mir auch schon höchstpersönlich ein paar Mal passiert. Gleiche Stelle, wo sehr viel Geld gekommen ist. Und irgendwann mal noch einmal passiert. Also drei, vier Mal locker. Und deswegen schaue ich immer, immer wieder nach. So, hier Blumen. Ja, geil. Geil. Noch diese Blume hier. Ja, und jetzt ab zum Boss, oder? Boss. So, den Spiegel benutzen wir ab jetzt häufig. Und ja. Jetzt muss ich wirklich bald aufs Klo. Eigentlich sollte man aufs Klo befreien. Bevor ich aufnehme, ich weiß, tut mir leid. Mal sagt man auch, dass ich. Aber ich bin auch nicht so. Ihr wisst es ja, ich mache auch viel Spaß. Aber ich muss auch wirklich aufs Klo, das ist mein volles Hirn. Das mit dem Klo geht, ist kein Spaß. So, jetzt der nächste Boss. Und diese Blume immer gießen. Sehr wichtig. Warum sind wir irgendwann in dem Park? Ich sehr viel. Das in Wirklichkeit auch nicht. Dann kommt Kohle raus. Den habe ich schon eingestellt. Sehr schön. Ah, Scheiße! Okay, ich muss mein Herz wieder auffüllen. Aber ich bin den Hund einsaugen. Ah, Scheiße! Nein! Fuck you! Ah, fuck! Ja, wie gesagt, es funktioniert nicht immer. Vor allem nicht bei den fetten Bounce, bei den Kühlen. Ah, Scheiße. Ah, ich brauch mein. Ah, nee, da gibt's ja noch eins. Sehr schön. Keine Sorge. So, einmal hier fotografieren. Und rein hier. Man kann allerdings nicht zurück. Sondern man muss hier wirklich tatsächlich alles erledigen. So. Lauf hier raus. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Und gleich alle beide, jawohl. Geil! So, bevor ihr dahin geht, würde ich, wenn ich euch werde, erstmal aufnehmen. Jetzt. Jawohl. Dass ihr auf 100% seid, das wäre am besten. Vor allem das hier. Und dann zum Boss, wegen den 100% und mit den goldenen Rahmen. Nach dem Boss hören wir aber danach auf. Ja. Phantom. Das ist wirklich ein Phantom. Der Boss ist etwas nervig. Nee, der geht an den Boss. Hab ich jetzt Angst? Ah, gleich abhauen.
weich klingen. So, erstmal kurz einsaugen. Und saugen ein. Und schießen. Scheiße. Und man muss genau auf ihn drauf schießen. Aber auch sehr gut zielen. Ach, leck mich doch am Arsch. Genau so was hasse ich. Alter, was geht denn ab? Geht doch. Ne. Der ist noch heftiger. Hat er früher keine Schaden. Wenn zu eng wird, einfach loslassen. Lieber loslassen, um die Schaden zu treffen. Ohne Scheiß. Mano. Alter. Das dauert. Ich sah das auch sehr nervig. Ja, nicht schlecht. Einmal noch trifft. Dann wäre die Sache gegessen. Nein. Nein. Man muss auch schnell sein. Schnell. Wie nimmt man? Schnell, perfekt. Genauigkeit, genau, schnell von Genauigkeit, das ist das Wichtigste. Sonst ist man rausgeschmissen. Also weg vom Fenster. So. Liebe Freunde, Zuschauer, Kollegen und so weiter. Wir haben mal wieder mal etwas viel zu schauen. Langer Part. Und ja. Schauen wir das mal erstmal an, ob wir gut genug waren in diesem Bereich. Den letzten Part, vorletzten Part. Mal angucken. Danach gehe ich mal ganz schnell zu Pullern. Weil ich zu Pullern muss. Dann platzt die Blase, das soll auch gut sein. Mein Medizin muss ich auch noch benutzen. Nehmen. Oh, ja. 18:03. Die Zeit vergeht. Oh, schon zu spät. Ja. Muss auch noch schneiden. Okay, Gold und nochmal Gold. Sehr schön. Nochmal Gold. Wow. Gold. Ja. Bei ihm leider Silber, bei Hut auch. Schade. Schade, schade. Aber scheiß drauf, Hauptsache, wir haben sehr gute Prozente. Gute Prozente sind das Wichtigste. Vor allem Gold. Bau, bau. Bau, 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 bau. Oh. Aha. So viel Geld möchte ich auch haben. Das wäre geil. So, liebe Freunde, Zuschauer, Kollegen und so weiter. Wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst den Daumen hoch da. Abonnieren nicht vergessen. Und sonst sehen wir uns auf alle Fälle im nächsten Part wieder. Also dann, bis bald und ciao.